Oh. Du. Das. Fertig. Erdmagie, hm? Oder. Ja, Mystik vielleicht noch ein wenig. Weil sie macht ja sowohl Schaden als auch Entgiften, als auch Heilen, als auch überhaupt. Ja, komm. Mehr Mystik. So, bestätigen, bestätigen. Töten. Was eine Truhe? Hallo? Du fängst an. Schießen, schießen. Wurzeln. Er hätte den Zaubertrank trinken sollen. Und euch beiden die Waffen, bitte. Genau, denn du wurzelst, du. Hast du. Nee. Sie muss unbedingt einen Single-Target-Luftzauber bekommen. Autsch. Du Witzel, du Hauen, du. Nimm Zaubertrank. Du auch. Sonst haben wir gleich ein Problem. Hauen, Schmettern. Heilung. Feuer. Das kleine Fitzelding da. Mach das Fitzelding weg. Ach Mist, ich hätte das machen sollen. Na gut. Das ist alles Lehrgeld. Damit ich es hoffentlich später, wenn es wirklich wichtig wird, lerne. Also, wann ich taktischen Flächenzauber einsetze und sowas alles. So, weg mit dir. Wir hätten gerne das da. Was ist was? Ach, die Mauer da sieht komisch aus, ne? Und hier gibt's Tee. Hier gibt's nix. Und er hat am See gepinkelt. Nein, wir sehen uns dann draußen. Nicht geschafft. Du hast jetzt Wahrnehmung 15. Ist dein Job, diese Fallen aufzu. Decken oder wie auch immer. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Ich wollte eh gleich schlafen. So. Sie hat richtig einen auf den Deckel bekommen. So, Gerogon. Gero. Aha! Ja, endlich. So. Was zu verkaufen, was zu benutzen. Alles gut. Oh, hallo, Priesterin. Schutz, Feuer, Eis, Pfeil. Au, 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 au. Oder auch nicht. Warum hat die himmlische Rüstung jetzt Elementarschaden verhindert? Das hat die normalerweise nicht, oder? Komisch, komisch. Na gut, einfach töten. Töten, töten, töten. Ja. Das da. Und jetzt ist sie gleich weg. Da bringt doch deine komische Schutzrüstung nichts mehr. Weg mit ihr. Genau, yay. So, da ging es hoch, aber da will ich noch gar nicht hin. Ich will jetzt. Andere Seite. Gucken, was da noch ist. Das ist aber ein Fass. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne in die Stadt zurück und für sie Zauber kaufen. Und den plus ein auf alles Trank und überhaupt. Pulsierende rote Flüssigkeit. Das müsste Schutz vor Feuer sein. Jo, sehr gut. Du trink nochmal einen kleinen Trank. Sehr verdächtige Truhe. Jo. So, nur Nahkämpfer, das ist gut. Du schießen, du kannst noch nicht mal Feuerball schmeißen. Vier Felder, eins, zwei. Ja, okay. Schießen, schießen, schießen. Jetzt könnt ihr zaubern. Wusch, wusch. Ja, nur Talana wieder nicht. Schießen, Feuer wurzeln.
Komm nicht mehr ran. Das ist echt schick mit der Truppe hier. Also gerade auf Fernkampf und Gegner, die vom magischen Schaden nehmen, sind wir super. Aber wenn dann irgendwann später Golems kommen oder Gargoyles oder was auch immer gegen Magie resistent ist, dann werden wir uns sowas von durchbeißen müssen. Deswegen wir auch einen guten Vorrat an Heiltränken und Zaubertränken uns aneignen sollten. Und allgemein Ressourcen, die kurzfristig im Kampf helfen. Wenn es da noch irgendwas gibt. Und was ist das da für ein komischer Punkt? Achso, das ist der NPC. Okay, und das Ding ist immer noch zu... Geistertor zum Lichtzimmer. Ah, das war das Teleporter-Ding von ganz oben nach ganz unten. Ja, okay. Wir wollen raus. Wir haben nicht mehr allzu viel Essen. Ja, obwohl so ein, zwei könnten wir noch schaffen. Ja, komm. Wir schlafen gleich. Das ist echt ungewohnt, Talana mit voller Mana zu sehen. Aber ja, trotz voller Mana bei Talana schlafen wir jetzt. Gehen hoch, töten ein, zwei Nagas und gehen dann runter zurück zur Stadt. Wollen ja keine Zeit verschwenden, ne? Ist ja ein bisschen albern, wenn wir jetzt in die Stadt zurückgehen. Hierher kommen und es dann nicht in einem... Was war das? In einem Anlauf schaffen. Du bist eine Elite, oder? Ja, bist du. Du hast einen grünen Kilt. Und du kannst hier nicht hin. Was macht ihr? Ein Rüstwert. Haben alle ein... Nein. So. Drei Rüstwert Brust. Kann weg. Acht Rüstwert Schild. Kann dahin. Oh. Brauche Experte. Jo. Das merken wir uns. Die behalten wir hier. Die Ringe können weg. So. There are enemies ahead. Oh. Was bist du? Du bist ein Kenshi, das ist normaler. Das ist okay. Normal ist okay. Können wir die runterschubsen? Ah, schade. So, und eine normale Korallenpriesterin ist auch okay. Schießen, brennen, wurzeln. Schießen? Taka, taka, taka. Der ist tot. Verbrennen, Wurzeln, schießen. Aua. Schießen. 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 So, du heil bitte alle. So, genau. Da hinten war, glaube ich, ein Schalter und dann spawnen hier irgendwelche Elite-Viecher. Das war damals ganz schön garstig. Schießen, schießen, Feuer. 105, Mann. Oh, hier ist gleich ein Schalter. Hä? Okay. Noch einmal schlafen. Noch eine Gegnergruppe. Oder zwei. Dann hauen wir ab. Ein Teleporter? Du bist eine Elite, ne? Hey, jupp, Elite Kenshi. Na, mal gucken. Kannst genauso gewurzelt werden, also dürftest du auch kein Problem darstellen. Halten hier einfach an Ort und Stelle und tackern dich tot. Genau, dummer Kenshi. Das war ein Elite Kenshi. Oh. Kampfmusik ist schon mal da. Ah, da hinten kommt er. Okay. Verteidigen, 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 verteidigen. Noch ein Elite. Ja, das dürfte ja ähnlich einfach werden wie eben, hm? Er muss sich so verarscht bekommen. Ich bin ein mächtiger Schwertkämpfer. Ich kämpfe mit zwei Katanas gleichzeitig und ich kann mich keinen Millimeter bewegen. Weg. Ja gut, wir sollten es nicht übertreiben. Ich denke, der nächste wird uns vermöbeln, weil wir zwischendurch einmal einen Zaubertrank trinken müssten. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Hier ist jetzt erst ein Fass. Komme ich nicht hin. Ja, nee, Fass muss Fass bleiben. Wir gehen runter, wir gehen zurück zur Stadt.
Machen die ganze Einkaufssache, identifizieren, Luftleerer finden für Talana. Oder hatten wir das schon? Wo könnte der Luftleerer sein? Er könnte beim fahrenden Händler sein. Er könnte bei dem Zauberspruchverkäufer sein. Das Fass sieht irgendwie nicht kaputt aus, doch. Bei dem Zauberspruchverkäufer sein, bei der Identifiziererin sein. Wobei die Identifiziererin, glaube ich, nur Fokus-Experte machen konnte. Und der Zauberspruchhändler irgendwas ähnliches. Also vielleicht Mystik oder so. Ich glaube nicht, dass es Elementarsachen waren. Die Elementarsachen waren beim fahrenden Händler und noch irgendwo. Genau, Trainingshalle. Trainingshalle, da gab es diesen Bogenschützen und der hatte auch Luft. Was zwar ein bisschen komisch ist, aber nö, eigentlich nicht. Eigentlich gab es ja schon immer die Schützenklasse und die war auch eine Mischung aus Fernkämpfer und Magier. Also passt. Komm, lass mich spielen. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Yep. Ohne Schalassas Segen kommt ihr hier nicht weiter. Ah, freue ich mich auch schon drauf, wenn wir den haben. Gibt ja doch ein, zwei Ecken, wo man damit wohl nur weiterkommt. Also mit Wasser. Ist das dann Portal im Wasser? Sieht ja gerade nur so aus. Gibt ja doch ein paar Ecken, wo man nur mit diesem Wasserwandel rüberkommt. Zum Beispiel auch die Geschichte in dieser Presseversion, die ziemlich verbuggt war am Ende. Da konnten wir ja auch einfach so über eine Brücke rüberlaufen, was man eigentlich nicht sollte. Und dann brach die ganze Hölle aus mit One-Hit-Monstern und was weiß ich. Das dürfte diesmal nicht passieren. So, also, wir wollen. Sehr schön, Talana. Wir wollen die Trainingshalle. Wir wollen gucken, ob da wirklich eine Luftexperte ist. Dann kriegt sie den Luftexperten-Rang. Dann tut sie ihre Punkte in Luft. Und dann gehen wir Zaubersprüche kaufen. Und Sachen verkaufen. Und plus eins auf alle kaufen. Und kaufen, kaufen, kaufen. Da, Luftmagie. 500. Bogen und Armbrust wird keiner haben. Schwert. Nö. Nö. Wir sind keine Nahkämpfer. Nicht wirklich. Wow. Essen brauchen wir auch noch. So. Dienste, Proviant kaufen. 6 Einheiten für 60 Gold. Ich muss mal gucken, wie es beim fahrenden Händler ist mit den Preisen. So, wir wollten jetzt zum Dings. Beim fahrenden Händler mit den Preisen. Da soll man angeblich mehr als 6 Tage mitbekommen. Ist nur die Frage, ob das denn von 0 auf seinen Wert immer gleich viel ist oder ob der wirklich aufstockt. Also pro Proviant 10 Gold. Also wenn wir jetzt 6 haben und wir hätten gerne 9, das würde nur 3 bezahlen. Irgendwas in der Richtung. So, wir hätten gerne Zauber. Talana. Blitzstrahl. Schleudert einen Blitzstrahl auf einen anvisierten Feind im Umkreis von 4 und 29 bis 62 Luftschaden zu. Der ist gekauft. Kaufen. Plus 7 Wahrnehmung. Klingt sehr praktisch für die Fallen und Mechanismen. Aber 700 Gold kosten die. Da muss ich mich erst ein bisschen zurückhalten. Jallen. Giftsprühe. Alle Feinde 9 bis 27 Schaden. In allen darauf folgenden Runden. Das heißt, wir könnten so einen Boss ansprühen und dann einfach nur im Kreis laufen? Wobei Bossen zählt das bestimmt wieder nicht. Steinhau. Der Rüstwert steigert sich um 11 bei allen Gruppenmitgliedern. Stärke, Heilige. Also es gibt tierisch viele Zauber, die ich gerne hätte. Aber dann kann ich mir den Trank nicht holen. Ja, das muss warten. Aber gerade Steinhaut und Gift sieht sehr gut aus, sehr, sehr gut aus. Trick. Feuerball.
Eine Gruppe von Feinden 29 bis 48 Schaden zu.